Im Osten Brandenburgs hat man viel zu bieten. Vor allem ist es der Tourismus, der begeistern kann. Den vielen Besuchern zwischen Oder und Spree erwarten unglaublich viele Angebote auf dem Wasser und in der wunderschönen Landschaft. Vor allem ist es auch die Tierwelt, die immer wieder neue Angebote bereithält. Ponys streicheln, Hirsche bestaunen, Rehe füttern und mit Tieren spazieren gehen. Zumeist sind es die heimischen Tierarten, die man sieht. Doch ein Tier, welches nicht heimisch ist in unserer Region, zieht immer mehr Besucher in den Bann. Wir sind unterwegs, um genaueres über dieses Tier zu erfahren, was derzeit viel Aufmerksamkeit bei den Touristen hervorruft. Wir sind unterwegs nach Sabrod in der Nähe des Spreewaldes, vorbei an schönen Landschaften, Alleen und den vielen Dörfern. Und dann, etwas abgelegen, die Gemeinde Sabrod. Ja, liebe Zuschauer, wir haben unser heutiges Ausflugsziel erreicht. Wir befinden uns hier in Sabrod, gleich in der Nähe des Spielochsees. Und bestimmt haben Sie es schon erraten, um welche Tierart es sich heute handelt. Richtig, es geht um Alpakas. Wir sind heute hier bei Urlaub mit Alpakas. Und jetzt muss ich bloß noch den Inhaber finden, damit er uns etwas über seine Tiere erzählt. Den gehen wir jetzt mal suchen. Alpakas stehen bei den Touristen seit einiger Zeit hoch im Kurs. Doch bei der Familie Repko stand nicht allein das Geschäft im Mittelpunkt. Ja, eigentlich sind wir dadurch gekommen, wir brauchten Helfer zum Rasenmähen. Okay. Und die machen das recht gut. Wie Sie sehen können, haben die den Rasen hier recht kurz gehalten. Also sieht aus wie bei mir zu Hause mit dem Rasenroboter, muss ich sagen. Die schaffen es noch kürzer. Familie Repko hat keine große Alpakaherde. Es sind nur 4 Tiere. Doch die Nachfrage an den Spaziergängen hier auf dem Hof ist groß. So, dann würde ich Ihnen mal den Leo geben. Den. Wir bekommen die friedlichsten Tiere oder das friedlichste Tier. Ja, und du wolltest ja noch einen, dann kriegst du noch den Quincy. Vielen Dank. Ich habe den Antonio und unseren Savi. Ne? So, mal gucken, ob sie mitkommen. Mal sehen, ob sie jetzt Lust haben. Ja. Bevor die Wanderung losgeht, noch kurz Fellpflege betreiben. Dann aber geht es los. Beim schönsten Sonnenschein und guter Laune, auch bei den 4 Herren der Alpaka-Schöpfung. Doch der Umgang mit den Tieren ist nicht ganz so einfach. Streicheltiere sind es nicht. Die sehen ja natürlich sehr verführerisch aus, aber streicheln sollte man sie, glaube ich, nicht. Doch, den Leo kannst du streicheln. Der Leo ist... Nicht am Kopf, sondern am Hals. Also hier so. So, ja. Aber sonst, ja. Mögen sie es, sonst mögen sie es aber eigentlich nicht, oder? Mit dem, nee, es sind eigentlich keine Streicheltiere. Sind von der Mentalität alle sehr unterschiedlich. Ja. Ne? Das muss man den Besuchern dann auch sagen, bestimmt. Bei Kinder, denke ich mal, die wollen immer gleich irgendwo streicheln oder so. Ja, das mache ich dann beim Spaziergang so als Einweisung. Und ja, dann verteile ich die Tiere auch so, wer da mehr Interesse dran hat. Ja. Ne? Wie lange dauern die Spaziergänge so, die Sie machen? Ungefähr 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Dann haben die auch genug, die Tiere, denke ich mal, und keine Lust dann mehr. Dann müssen sie in der Regel auch auf Toilette. Das machen die nicht unterwegs? Das machen sie nicht unterwegs. Ah, verstehe. Ja, doch Alpakas sind in Sachen Toilette sehr eigen. Da wird nicht einfach auf die Wiese gemacht. Alpakas haben so etwas wie eine Toilettenkultur. Die Tiere machen ihr Geschäft nicht dort, wo sie gerade fressen, wie Schafe, sondern legen Kotplätze an. Also eine Tretmiedengefahr für Alpaka-Spaziergänger gibt es nicht. Günter Repko hat auf seinem Grundstück noch einiges anderes zu bieten. Beim Urlaub mit Alpakas im Spreewald bietet man auch Ferienwohnungen an. Und eine Bootstour auf der Spree hilft ja auch bei der Erholung vom stressigen Alltag. Nach 1 Stunde Wanderung geht es für Antonio, Leo, Quincy und Xavi zurück in die Box. Und für uns zurück in den stressigen Alltag. Mit dem Wissen, hier in Sabrod auch für ein paar Stunden mal Entspannung zu finden. Und zum Abschied noch eine Überraschung. Ja, ich habe für euch noch ein kleines Dankeschön. Auch für ihn. Oh! Einmal Alpakaspucke in der Flasche. Alkoholfrei? Nein, nicht alkoholfrei. Vielen Dank, dann trinken wir es aber wirklich erst, wenn wir zurück sind mit dem Auto. Ja, das hoffe ich doch. Also, ganz lieben Dank. Alpakaspucke, kleines Souvenir hier von Urlaub mit Alpakas in Sabrod bei Trebatsch.